Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart 8. Im letzten Part haben wir den Pilz Cup gemacht, ja, aber leider nicht mit 3 Sternen. Traurig, aber so läuft das nun mal im Leben. Und jetzt sehen wir, welcher neue Charakter freigeschalten wurde. Es ist Metal Mario. Ja, es ist Metal Mario. Naja. Metal Mario, aber ich möchte Metal Mario nicht in diesem Part spielen, sondern dieses Mal ist der Cooper dran. Bei mir privat war es Wendy, die ich dann als nächstes freigeschaltet habe. Das ist immer jemand anderes. Und als Fahrzeugteil haben wir neu. Wow, Jetbike, das sieht episch aus. Das nehmen wir direkt. Was hat das denn für Werte? Also Tempo ist jetzt nicht so. Beschleunigung gut, Handling super, Gewicht ja, Haftung ist auch ganz ordentlich. Gut, dann versuchen wir mal ein bisschen Tempo hochzuschrauben. Nee, vielleicht so. Ja, ich glaube Retro ist am besten. Okay, vielleicht nochmal Tempo, Beschleunigung. Ja, dann machen wir das so. Okay, gut, Pilz Cup und jetzt kommt der Blumen Cup, ja, der zweite Cup dran. Grand Prix starten. Marios Piste, Blumen Cup, Rennen Nummer 1. Ach, schön, schön, schön. Lange nicht mehr Mario Kart gilt, also, ja, so, den Cup habe ich lange nicht mehr so richtig gespielt. Okay, 3, 2, 1. Los! Und Cooper legt einen super Start hin. Direkt ein Item und es ist ein grüner, roter Panzer, meine ich natürlich. Und unser Yoshi hat ihn abgeblockt. Auf jeden Fall, man sollte die Münzen immer wieder einsammeln, da sie einfach einen kleinen Boost geben, der nicht gerade minimal ist. Und außerdem bei 10 Münzen wird die erhöht, also ist die Höchstgeschwindigkeit am höchsten. Ja, eine Münze erhöht die Höchstgeschwindigkeit, 2 Münzen auch und so weiter und so fort, bis dann bei 10 Münzen die absolute Höchstgeschwindigkeit erreicht ist. So kann man sein Kart auch krass tunen. Einfach indem man Items und Münzen nutzt. Und die sind gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Ich habe mir überlegt, offline, offscreen demnächst mal den 3 Sterne, also den Pilz Cup in 3 Sternen zu zocken. Also, dass ich in jedem Rennen Erster werde und dadurch die absolute Höchstpunktzahl erreiche. Und ja, dadurch habe ich dann halt absolut die meisten Punkte und die besten Voraussetzungen, um dann online gegen andere Spieler auch gut dazustehen. Ich spiele ja auch privat online eine Menge, aber in letzter Zeit, ah, oh Mann, hör doch mal, ja, geil, das ist cool. Sowas gefällt mir. Schade, dass es nicht die dritte Runde ist. Was wollte ich jetzt sagen, genau, online habe ich eine Menge gespielt, aber heute lief es nicht so gut. Ich habe heute schon mal gespielt, wir haben jetzt 10 vor 3. Boah, das war cool. Ja, 10 vor 3, ich habe schon eine ganze Menge gezockt online, hat auch eine Menge Spaß gemacht, aber ich war richtig schlecht, wenn ich ehrlich sein soll. Ich habe bis auf 3 Pluspunkte nur Minus gemacht und mir direkt mal meine ganzen Punkte versäumt, meine ganzen Punkte verkackt. Ja, dieses ein Münzen-Item bringt 2 Münzen, was ich nicht gerade logisch finde, was ich nicht so gut finde, ehrlich gesagt. Meiner Meinung nach, Mann, das trifft mich jetzt nochmal, aber egal. Okay, okay, wir schaffen's, wir sind jetzt im Ziel. Das war's. Das war das erste Rennen, welches wir mit Bravour gemeistert haben. Ich spiele gerade auf meinem Offline-Account. Ja, doch, 1220 kommt gut hin.
Heute Morgen hatte ich eigentlich 1250, aber wie gesagt, es lief einfach nur grottig. Und los! Oh Mann, oh Mann. Das Jetbike gefällt mir sehr, sehr, sehr. Aber es gibt offscreen, ja, also privat habe ich vor kurzem die 1150 oder 1100 Münzen gekriegt, erreicht, und dadurch, ja, dadurch habe ich dann einen Rennwagen erhalten. Sieht ziemlich aus wie so ein Formel 1 Wagen, und es ist auch richtig krass, also es ist wirklich ein Rennwagen. Das Tempo ist echt unmenschlich. Jetzt brauche ich nur noch Räder, die Beschleunigung hoch in die Höhe steigen lassen, und ich bin eigentlich, ja, gewappnet für den Online-Modus. Aber es gibt Tage, bei denen an denen läuft es halt einfach überhaupt nicht. Keine Sorge, ich zeige euch gleich die Abkürzung. Aber hier bin ich schon gewesen, oder? Ich weiß es nicht. Ja, und dann fahre ich jetzt mal hier hoch. Mist! Ich wollte es echt gerade eben einsetzen. Egal, was es gewesen ist. Selbst wenn es keine Münze gewesen ist, gewesen wäre. Ich hätte sie eingesetzt, weil ich einfach aus, ja, aus Angst vor so einem Blitz direkt auf Einsetzen drücke. Aber, boah, die Gegner können mir dieses Mal echt gar nichts. Ich sehe sie auch gar nicht. Hui. Ja, Banane. Oh Gott. Schade. Aber lass mich doch einfach hier noch ein bisschen vorne bleiben. Oh, das hätte ich jetzt echt gebrauchen können, so zwei Pilze für zwischendurch. Ich nehme mal hier eine kleine Abkürzung. Oh, fuck. Hat mir doch tatsächlich dieser Waggon den, ja, die Sicht versperrt, und ich bin direkt gegen die Wand gefahren. Ja, ja. So. Mal schauen, was mache ich jetzt mit der Banane? Ja, ich komme. Ich werde sie einfach mal hier liegen lassen. Und schon wieder eine Banane. Ey, Alter, lass dich mal was anderes einfallen. Aber naja, so läuft das. So läuft das auf dem ersten Platz. Wenn ich ehrlich sein soll, hätte ich sogar zwei, also ein, das Münzen-Item bevorzugt als so eine Banane. Verstehe gar nicht, was die Leute so gegen dieses Münze-Item haben. Es ist eigentlich an sich gar nicht mal so schlecht. Es gibt halt deutlich nervigere Items, meiner Meinung nach. Einfach vom von der Nervigkeit her würde ich jetzt sagen, ja, der rote Panzer. Gewonnen. Der rote Panzer ist sehr, sehr nervig, finde ich. Nicht doch Highlights ansehen, Mann. Na gut, gucken wir uns kurz die Highlights an. Nee, komm, ich habe da keinen Bock drauf. Ich möchte ja die Videos in unter 15 Minuten hinter mich kriegen. Ja. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die Ladezeiten wegcutten werde. Naja, mal schauen. Wenn es sich lohnt, sicher doch. Aber ansonsten wahrscheinlich nicht. Ich habe mir ja auch gedacht, vielleicht nicht den 150er Hubraum zu machen, weil er irgendwie unnötig wäre. Wenn ich schon den 100er Hubraum gemacht wenn ich schon den 100er Hubraum gemacht hätte, da es ja eigentlich nur die gleichen Pisten sind, ohne jegliche Veränderung, außer halt die Schnelligkeit vom Spiel. Aber wenn ich dann nicht den 150er mache, dann mache ich auf jeden Fall den Spiegel Cup. Aber vielleicht mache ich auch nur den 150er und nicht den Spiegel Cup. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr eher lieber hättet. Wenn keine Kommentare kommen, dann werde ich einfach den Spiegel Cup machen und den 150er auslassen, weil er meiner Meinung nach fehl am Platz wäre. Oh Mann, ach scheiße. Toddy, du Arsch. Dritter, naja.
Ah! Ich könnte echt kotzen. Mario, du pisst dich jetzt auch, okay? Das ist eine Angelegenheit zwischen mir und meine Fresse. Ich bin ja Vierter jetzt. Ist ja schlimm. Fick. Habe ich jetzt jemanden getroffen? Ich weiß es nicht. Ist mir auch Wurst. Ich brauche Münzen. Ich brauche unbedingt Münzen. Oder ein geiles Item. Oder ein richtig geiles Item. Scheiße. Ich hasse diese Feuerblume. Mist, ich hätte nach hinten schießen sollen. Oh Gott, wenigstens ist es nicht die dritte Runde. Aber die scheiß Kupperlinge regen mich auch auf. Ach ja. Im nächsten Part werde ich wahrscheinlich Waluigi nehmen. Und im übernächsten vielleicht sogar Metal Mario. Hört auf jetzt. Aber das ist noch nicht sicher. Es ist alles noch nicht so wirklich sicher. Müsst auch damit rechnen, dass es ab und zu Planänderungen geben wird, die ihr nicht mitkriegen werdet. Also ich werde sie nicht irgendwie in einem Video besprechen oder so, weil das einfach zu viel Aufwand wäre, wegen einer kleinen Änderung immer wieder ein neues Video zu machen. Aber für den Fall, dass es eine große, wichtige Änderung wird, dann könnt ihr damit rechnen, dass ich auch vielleicht sogar ein Video dazu mache. Fick mich, bitte lasst mich doch einfach hier... Wo ist denn Toad? Shit, ich hätte nach hinten schießen sollen. Wo, Yoshi nicht? Oh mein Gott, war das knapp. Ich habe den Yoshi schon gerochen. Okay. Weiter geht's, ich will noch das letzte Rennen machen. Okay, Schallgeist, Wasserfälle. Los, 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 los. Vielleicht schaffen wir das noch in 15 Minuten, wenn ich die Ladesequenzen und so wegschneide. Aber dann muss ich hier auch richtig krass schnell sein. Okay, 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 okay. Jetzt geht's los. Ich bin gerade total motiviert, wenn ich ehrlich sein soll. Mann! Ach, Lakitu, bist doch echt ein Spasti. Warum ziehst du mich nicht auf die andere Seite? Hui! Juhu, yay! Okay. Wir haben jetzt eine Münze und einen Pilz und null... Eine Münze und null Pilze. Aber jetzt haben wir leider nicht wieder neue... Mann. Kann sein, dass wir... Oh, man hört die Schallgeist im Hintergrund, mit ihren Spitzhacken, die Diamanten zerkleinern. Keine Ahnung, was die da machen. Wenn ich es wüsste, würde ich es euch sagen, aber ich weiß es leider nicht. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das wird, glaube ich, nichts mehr. Aber mal schauen, mal schauen. Dann wird es eine kurze Anmoderation. Vielleicht werde ich sie sogar schon noch direkt, während wir noch unseren Pokal sehen, noch Tschüss sagen. Und dann, ja, sorry, wenn es dann eine kurze Anmoderation wird. Aber jetzt mach doch mal. Mist. Okay. Aber... So ist das halt. Ich möchte es, wie gesagt, ich möchte den Part, wie gesagt, unbedingt in 15 Minuten hinter mich kriegen, da ich damit sehr, sehr viel Zeit spare. Yes. Oh Mann, jetzt haben wir schon 15 Minuten erreicht. Ja, knapp 15 Minuten. Naja, mal schauen, wie es wird. Ich werde so viel rauscutten, wie ich kann, solange es noch, solange es noch Sinn ergibt. Hui, 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 hui. Eieiei. Also die letzte Runde, ja, da gehe ich schon ab. Ich hätte mir vielleicht nicht die Anfangssequenz angucken sollen. Das war keine so gute Idee. Okay, okay, fast fertig. Vielleicht, Leute, kriegen wir es noch hin. Aber, naja, mal schauen. Geschafft. Okay, Freunde, danke fürs Zusehen. Koopa hat es mal wieder geschafft.
Ich verabschiede mich jetzt schon und wir kriegen nämlich... denn ich weiß jetzt schon, was wir kriegen werden. Und zwar ein 3-Sterne-Goldpokal. Und das ist auch mein großes Ziel gewesen. Danke fürs Zusehen, Leute. 3-Sterne-Goldpokal für uns. Und das war's auch schon. Sterncap, neuer Kara, 100, ein neues Fahrzeugteil und ein Stempel. Großartig. Und damit beende ich diesen Part. Auf Wiederhören, Freunde. Tschüss.